Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute kommt das versprochene Schminkvideo zu meiner Ausbeute von Weihnachten, wo ich gesagt habe, dass ich ein Schminkvideo mache. Da habe ich einen Primer gekauft und ja, ich habe jetzt so noch nichts drauf, außer nur meine Tagescreme. Und dann würde ich sagen, ich fange mal an. Starte ich einmal und mit dem Primer, dann habe ich ein Make-up drauf, weil ich das Ebelin-Eier probieren will. Ich habe es noch nicht drauf, ich will es drauf machen. Das habe ich schon mit Wasser getränkt. Seht ihr, da hat sich schon schön vollgesaugt, ist schon schön groß geworden. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich zoome euch mal ran. Nein, brauche ich gar nicht. So. Spiegel habe ich auch schon griffbereit. So, dann fange ich mal an mit dem Primer von P2. Dieser Primer. Und werde den jetzt auftragen. Ich trage den mit den Fingern auf, da wo ich es brauche. Doch ganz schön was abdecken muss. Die großen Poren, ne? Das lässt sich schön auftragen. Auf die Nase, Stirn. Das ist Cream to Powder Primer. So. Okay. Ich glaube, ich schaue mal in meinen Spiegel rein, aber ich glaube, ja. Mehr tue ich nicht drauf, das muss jetzt ein bisschen ein. In der Zwischenzeit, wo ich diesen Primer drauf mache, mache ich schnell meine Eyeshadow Base drauf. Weil ich schmink mich ja nur mit dieser einen Palette, die ich gekauft habe. Das ist von Revival Look, die kennt jeder, die Eyeshadow Base. Die hat ein bisschen einen Glanz und ich mag die sehr, sehr gern. Bevor ich, dann kann die schon eine Weile einziehen, bis ich das Make-up dann aufgetragen habe. So, dann fangen wir gleich mal an. Das habe ich ja nicht gekauft, das habe ich da gehabt. Und zwar habe ich von Essence Stay All Day die 16 Stunden Long Lasting Make-up in der 10 Soft Beige. Bisschen schütteln und dann gebe ich mir ein bisschen auf dem Handrücken drauf. Mal schauen. So viel. Ich schaue mal, vielleicht muss ich noch nachnehmen, aber das kann man ja dann immer noch machen. Passt sich auch mein Hautton an. Ich brauche aber meinen Spiegel dazu. Mein Display ist ein bisschen
Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen nach. Das war ein bisschen zu wenig. Aber das mit dem Ebelin-Ei lässt sich gut arbeiten, finde ich. Nur ein kleines bisschen habe ich jetzt nachgenommen. Nicht viel. Ansatz verstreichen, alles. So. Jetzt im Display ist das, verschluckt ja auch viel Farbe, aber ich möchte sagen, das reicht mal. So, super. Das lässt sich so schön gleichmäßig auftragen. Lässt sich ganz toll verarbeiten mit dem Ebelin-Ei. Finde ich sehr gut, ja. Super. Lässt sich ganz toll verarbeiten. So, ein bisschen eindrücken. So. Ja, dann fangen wir gleich an mit den Augen. Dazu muss ich euch ein bisschen, ich mache ja nur die zwei Farben, wo ich mir die gekauft habe, sonst nehme ich keinen Lidschatten. So, jetzt zoome ich euch ein bisschen ran, ein bisschen, dass ihr es besser seht und ich natürlich auch. So, dazu nehme ich jetzt den Kajalstift von B2, den anderen kenne ich ja schon. Und mach den unteren Wimpernkranz, okay. Der ist jedenfalls schön weich. Und noch ein bisschen. Oh, wenn ich mehr Platz hätte hier. Alles so eng. Ja, da muss ich noch was machen. Würde ich sagen, das habe ich mir gedacht. Geht mal ein bisschen auf die Wasserlinie. So. Dann fangen wir auch schon an mit den Augen. So. Dazu habe ich ja mein Blendepinsel für die dunkle Farbe und ja, toll, schön, Vorführeffekt, der lässt sich nicht aufmachen, na toll. Der so, Weg. Weiter geht's. Wir mussten jetzt das Ding, ich habe den einmal befreien können, den Blendepinsel von Ebelin.
Aber wir mussten das Mäpple kaputt machen, das ging nicht auf. Das hat sich so verhakt, das war so blöd. So, und der Gelegenheit habe ich mein Schminktäschchen aufheben können, das wo ja runtergefallen ist. Und dann nehme ich diesen Lidschattenpinsel. So, bips da. Und dann nehme ich schon gleich, fange ich an mit der hellen Farbe oben. Seht ihr das? So. Mal schauen, ob ich euch noch mehr ranzoomen kann. Ansonsten. So. Ja. So, dann fangen wir an. Okay. Zwar gebe ich das Helle aufs gesamte Augenlid. Ich mache mir das heute sehr einfach. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen nach. Bisschen oben drüber. Aber das macht nichts. Ja, der schimmert schon. Seht ihr das? Schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Licht was seht. Ich muss mit künstlichem Licht arbeiten, aber ich hoffe, ihr seht es. Das war jetzt mein schlauer Spiegel. Sehe ich jetzt gar nicht viel drin. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen nach. Ja. Jetzt sieht man die Farbe besser. Okay, dann nehme ich zuallererst den Blendepinsel von Ebelin zum Auftragen und dann kommt der andere, von Essence meine ich. Mir bloß oben drüber. Bei dem Auge habe ich mehr Schlupflider als beim anderen, also so, und jetzt kommt schon der Blendepinsel von Ebelin zum Einsatz. Gebe ein bisschen Farbe auf und verblende das. Ein bisschen oben rauf. Blende nicht viel, aber nur wegen die harten Kanten. So ein bisschen aussmoken. So. Und das andere Auge aufmachen. Ziehen wir das ein bisschen darauf. Nee, da muss ich noch ein bisschen rein. Brauche ich noch was?
So. Ja, der ist ganz gut, der Blendepinsel von Ebelin, finde ich. Also, ja, den mag ich sehr gern. Ist jetzt schon Liebling. So, ja. Die andere Seite noch ein bisschen nachkorrigieren. Mit Spiegel. Seht ihr das so? Könnt ihr es sehen? Gut. Ja. So, das war's jetzt mit dem Lidschatten am oberen Auge. Mehr mache ich da gar nicht. Und dann brauche ich von meinem, ja, sag bloß, das ist schon wieder runtergefallen. Es ist schlimm. Na gut, das hat sich jetzt verflüchtigt. Irgendwie hat sich da mein, da habe ich es doch, Mann. So, dann möchte ich den, da ist es so Präzisionspinsel dabei. So ein dünner, ganz dünner, da möchte ich am unteren Wimpernkranz mit dieser dunklen braunen Farbe ein bisschen arbeiten. Weil der ist so schön dünn. Da lässt sich so schön präzise mitarbeiten. Ich glaube, das lasse ich so. Das ist ein bisschen ein natürliches Make-up, das ist nicht so, aber es glänzt. Die Farben glänzen, also ich würde sagen, das lasse ich so. Pinsel säubern. Den Pinsel auch säubern. Und wieder rein. So. Ja, dann würde ich sagen, dann tue ich schon die Wimpern tuschen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich kann ja dann noch Concealer drauf tun, wenn das alles. Kann ich ja jetzt, glaube ich, machen. Dann mache ich jetzt mal Concealer drauf. Da habe ich den von Lacura. Nicht viel. So, das reicht schon. Das arbeite ich dann auch mit dem Ebelin ein. Der Spitzenseite, ne? Dann kann man das noch mal präziser machen. Sehe das jetzt so dunkel hier? Mal halt lieber mit dem Finger.
Ja. Bisschen saubere Kante, sauberen Abschluss machen. So, dann fangen wir auch schon an, die Wimper zu tuschen. Mit dieser von die Lash Princess mit der Cobra-Bürste. Ja, das mache ich lieber über den Spiegel. Das ist mir lieber, nicht, dass ich mein Auge ausstiche. Oh ja. Seht ihr? Seht ihr was? Oh ja. Sitzt. Eine Schicht. Ich sehe wieder nichts mehr. Also die Wimperntusche ist klasse. Ja, jetzt weiß ich ja, warum viele die so mögen. So, jetzt mache ich die andere, das andere Auge. Die ist total gut. Mit einer Schicht schon so schön. Trennt schön. Machen wir es so, ne, dass ihr es besser seht, ja. In der Kamera sieht man das gar nicht so richtig, aber ich gehe noch mal drüber. Seht ihr was überhaupt? Die unteren. Die ist so schön, die Wimperntusche. Ich finde die so klasse. Glaube ich, mache aber noch mal ein bisschen nacharbeiten. Obwohl, das ist schon ganz toll. Also ich sehe jetzt das besser hier im Spiegel als wie in der Kamera. Der Kamera sieht man das gar nicht so. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich begeistert von dieser Mascara. Seht ihr das? Schönen Schwung. Ja. So, die Augen werden fertig und dann würde ich sagen, mache ich noch eine Sache von Michaela Konrads, nämlich dann noch zum Abschluss des Zauberbuder. Da zoome ich euch mal raus. So.
damit ihr es besser sehen könnt. Seht ihr jetzt die Wimpern? So, das ist so gut, das Puder, also das ist ganz toll. So, man braucht nicht viel, da ist so Quaste dabei. Ich tue da bloß ein bisschen drauf. So, ist schon was auf der Quaste drauf. Man braucht wirklich nicht viel. Ich möchte nur das alles setzen. Den Concealer setzen. Und das war's eigentlich. Ich bin ja so begeistert von dem Puder, das ist so klasse. Es setzt sich nichts in die Fältchen ab und man kriegt auch ein gleichmäßiges, ebenmäßiges Hautbild. Also ich bin echt begeistert. So. So viel zum Puder. Das war das. Hammer's. Seht ihr, das wird das ganze Augen-Make-up schon fertig. Und jetzt nehme ich noch ein bisschen, um das Ganze zu vervollständigen, nehme ich einen Blush. Den habe ich ja auch nicht gekauft, aber den habe ich von der Magda gehabt. Und zwar ist es der Multicolor Blush von Catrice. Und dazu habe ich doch alles schon hergerichtet heute. Nein? Ja, wie immer. Doch, freilich habe ich meinen Blushpinsel schon hergerichtet. So, und da gehe ich überwiegend in die dunkleren Farben rein. Nur damit man frischer aussieht. Damit der Teint ein bisschen frischer wird. Und das war es dann eigentlich schon. Das Schöne, man kann sich nicht overblushen mit diesem Blush. Der ist schön natürlich, aber man wirkt frischer. Das Ganze sieht dann ganz viel frischer aus. So. Ich würde sagen, das reicht. Dann mache ich noch den Lippenstift drauf. Den, wo ich mir gekauft habe von Essence, diese schöne Farbe hier. Muss ich mal alles wegtun. Dazu zoome ich euch wieder ran. Ja. Die Kamera anders einstellen. Seht ihr es jetzt, die Augen? Ich habe jetzt kein Dings drauf, keinen Lip Liner. So, ich finde die Farbe ganz hübsch. So, dazu zoome ich euch wieder raus. Ja, ich würde sagen, das war das ganze Make-up jetzt. Naja, ein bisschen verwurschtelt, ein bisschen ver... Naja, kommt es wieder rein. So, und so sieht dann das Gesamtbild aus. So, das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und zum Schluss, ich möchte noch alle diejenigen, die mich so unterstützen, die liebe Marion vom Kanal Knutschfan, die liebe Butzlux und alle anderen, möchte ich alle recht herzlich grüßen, die mich sehr unterstützen und mich auch erwähnen und mich verlinken, meinen Kanal. Und ja, ich möchte noch herzlichen Dank an euch allen sagen und die liebe Kirsten vom Kanal Coral Pretty Pink möchte ich auch natürlich sehr herzlich grüßen. Die liebe Nadine vom Kanal Moldavid, die andere Nadine, ich will alle grüßen und
Ja, bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.